die Jenny. Ich war 2015 bis 2016 in Uganda an der St. Mark School for the Deaf. Danach bin ich wieder in meinen alten Beruf zurück. Ich bin Heilerziehungspflegerin und arbeite in einem Wohnheim für Menschen mit schwerer und Mehrfachbehinderung. Das ist Alex. Alex war 2016 bis 2018 an derselben Schule. Jetzt ist er Beamter in der Finanzverwaltung der Bundeswehr. Die Schule ist eine Internatsschule auf dem Land, wird geleitet von Schwester Angela. An der Schule leben ungefähr 150 Kinder von 3 Jahren bis entweder Ende der P7 oder Ende der Berufsausbildung. Unterrichtet werden die Kinder von ungefähr 20 Lehrkräften und werden von 8 Erziehern und Erzieherinnen betreut. Das heißt, es gibt dort einen Kindergarten, eine Grundschule, eine Berufsschule und eine Schule für taubblinde Kinder und einige Tiere wie zum Beispiel Schweine und Hühner. Deine Hauptaufgabe ist der Informatikunterricht. Unterrichtet werden die Klassen 4, 5 und 6. Du kannst aber auch die Lehrkräfte und Kinder in ihrem Unterricht begleiten oder einfach im Alltag mit dabei sein. Wohnen wirst du direkt auf dem Schulgelände. Im neu gebauten Kindergarten gibt es auf der Rückseite extra einen Raum mit Bad und Küche. In unserer Freizeit, also nach dem Unterricht, haben wir uns oft mit den Kindern noch weiter beschäftigt oder haben Sport gemacht, sind einkaufen gegangen, haben Wäsche gewaschen oder uns einfach mit den anderen Lehrkräften unterhalten. In Wochenenden haben wir meistens mit Freunden, also anderen Freiwilligen verbracht und in den Schulferien sind wir gereist und haben Besuch von Freunden oder Familie bekommen. Genau, warum das Jahr in Uganda so empfehlenswert ist. Du kannst sie mit unglaublich lieben Menschen deinen Horizont erweitern, neue Herausforderungen wahrnehmen, die ugandische Gebärdensprache kennenlernen und einfach von den Einheimischen lernen, wie man zum Beispiel Wäsche ohne Waschmaschine wäscht. Kinder freuen sich auf dich!